das braucht man nicht. Aber das ist cool. Kleines Turmschild. Ich glaube, das große kann eh nur ein Krieger tragen. Das ist unser Installer jetzt aber gut ausgerüstet. Wobei ich hatte gelesen, der Eisenring sollte besser zum Egel gehen. Macht absolut Sinn. Das machen wir einfach auch mal so. Wie sieht mit den Schuhen aus? So. Dann haben wir noch so ein paar Stiefel hier. Ja, Dieb könnte die tragen. Ja, komm. Dann. Ach so, Flinkschuhe, das ist ein spezieller, ne? Vielleicht ist die dann schneller. Ne? Naja, soll sie die mal mitnehmen. Lederschuhe, wo kann ich jetzt hier? Ja, geil. Das Skimitar ist super geil. Mehr Kettenhemd. Ja. Wir können es ja mal mitnehmen. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Wenn es mal kaputt geht, ne, dann haben wir ein Problem. So, ich denke mal, hier ist nichts mehr. Ne? Nee. Dann geht's ab nach Burnville, würde ich sagen. Hm. 6.20 Uhr, ja, zumindest wird es dann jetzt gleich ein bisschen heller. Guck ich doch mal. Hallo? So. Ich erinnere mich dran, Burnville war eine Stadt, die genau von Wasser umgeben war. Da musste man über irgendwelche Brücken. Komme ich hier lang? Ja, komme ich. Als ihr die Stadt betretet, seht ihr sofort, dass es hier furchtbar gebrannt haben muss. Fast alle Häuser sind schwer beschädigt und alles ist schwarz von Ruß. Kein lebendes Wesen ist zu erblicken und es herrscht Totenstille. Ja, das ist nicht so schön. Das ist wirklich nicht so schön. So ein Kaktus, ja. Inhaber Karl Kaktus, sehr cool. Auf der Holztafel steht Lenders Biergarten bei Regen geschlossen. Ja, Biergarten hört sich doch mal gut an. Nur scheinen hier nicht viele Leute zu sein. Die Musik ist auch cool. So. Kommen wir rein. Ihr ruft und sucht alle Eimer ab, aber das Haus ist offenbar verlassen. Super. Ich wollte doch nur ein Bier, aber nö. Alles geschlossen. Wieso komme ich an den Tisch nicht vorbei? Okay. Ja, trotzdem müssen wir natürlich die Stadt erstmal systematisch absuchen. Ja, alle Leute sind weg. Hier hat es ordentlich gebrannt. Boah, das war echt eine große Stadt auch. Was steht hier? Auf dem Schild sind Amboss, Hammer und Zange dargestellt. Darunter steht Schmiede und Werkstatt. Wir reparieren alles. Wir versuchen es jedenfalls. Das heißt, hier können wir uns unsere Sachen dann schon mal reparieren lassen, wenn man denn da hinkommen würde. Ja, wieder keiner da. Stadt ist ja verlassen. Tja, was gerade gar nicht so praktisch ist. Badehaus, Sauna, Wasserkuren, Ganzkörpermassagen. Ja, gönnt euch. Nicht schlecht. Hier läuft's in Burnville. Hm? Nirgendwo ist hier jemand. Auf dem Schild steht. Ja, gut, das hatten wir schon. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es nicht komplett ausgestorben war hier. Ich bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ach, was ist er denn? Die Socke sind ruhig eingemeißelt. Einen Moment, ich schau kurz nach.
So, ich habe nachgeschaut. Hier steht Bala. Der Gott Bala wahrscheinlich. Ist ja der, der die Leute ins Totenreich ruft, wie wir vom Großvater gelernt haben. Auf der Marmortafel steht in goldenen Lettern Haus der Heiler von Burnville. Darunter ist ein handgeschriebener Zettel angebracht. Medikus Jonathan oder Jonathan hat wegen Erkrankung zurzeit keine Sprechstunde. Gemischt waren. Wir mischen, sie kaufen. Ah, cool. Ja, wenn es da wäre, wäre es ja auch cool. Ach, hier kommen wir rein. Sehr gut. Heilerhaus Burnville. Ja, sieht auch ganz schick aus. Ist das Wasser? Das ist tatsächlich Wasser. Cool. Tja, die Frage ist, ist jetzt irgendwas hier? Ja, cool. Hinter einigen Büchern über Kräuterkunde findet Insider ein paar lose Seiten aus einem Tagebuch. An einer davon hängt mit Wachs und Faden ein kleiner Schlüssel. Sabines Tagebuch. Sabine sagt mir was. Wolga-Schlüssel. Dann lesen wir mal Sabines Tagebuch. Macht man ja normalerweise nicht, aber wir tun es einfach mal. So. Auf ein paar Seiten Pergament hat jemand in wundervoller Handschrift Folgendes festgehalten. Heute ist eine meiner schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Irgendeine uralte, dunkle Macht hat sich aus dem alten Turm der Schwarzmagier erhoben, um uns zu unterjochen. Heute Morgen taucht am Himmel ein riesiger roter Drache auf. Im Sturzflug kam er auf Burnville hernieder und steckte mit seinen feurigen Arten etliche Häuser in Brand. Als die Einwohner aus ihren Häusern gelaufen kamen, fing er mit dröhnender Stimme an zu sprechen und sagte etwa: Höret, ihr armseligen Würmer, mein Herr, der Meister des Feuers, hat euch für würdig befunden, seine Sklaven zu werden. Er gibt euch bis morgen Bedenkzeit. Ich werde dann wiederkommen und eure Antwort entgegennehmen. Dann schlug er mit seinen gewaltigen Flügeln und stieg wieder empor. Durch den Windstoß wurden etliche Häuser ihres Daches beraubt. Wir haben heute Abend beraten und es wurde beschlossen, nicht nachzugeben und zu kämpfen. Unser Widerstandsplan war ein Fehler. Heute früh kam der Drache, wie angekündigt, erneut. Als wir ihm die Unterwerfung verweigerten, brüllte er laut auf und plötzlich war der Himmel verdunkelt von den Schwingen unzähliger Drachen. In weniger als einer halben Stunde waren alle Bewohner außer mir in den Netzen gefangen. Viele hatten Brandwunden und andere Verletzungen. Die Drachen flogen mit ihnen fort, ich nehme an, zum Turm. Dass ich in meinem Versteck nicht entdeckt wurde, erscheint mir immer noch unfassbar. Doch nun bin ich ratlos. Ich habe die letzte Nacht damit verbracht, nachzudenken, was ich tun kann. Am Morgen habe ich dann beschlossen, nach Spannenberg zu gehen, um meine Mutter um Hilfe zu bitten. Welche Schmach. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, den Tunnel zu durchqueren. Kurz nachdem ich betreten hatte, tritt mir ein Riese entgegen. Er lachte widerlich und sagte in etwa: Luminor, der Meister des Feuers, hat mich beauftragt, niemanden hier durchzulassen. Doch er hat nicht gesagt, dass ich dich wieder ziehen lassen muss. Deshalb wirst du als mein Essen dienen. Er hob die Arme und riesige Feuerballe flogen auf mich zu. Nur mit Mühe und Not bin ich dem Feuer Inferno entkommen. Ich habe mich so weit erholt, wie ich es in einer Nacht ging. Ich werde mich jetzt auf dem Weg zum Turm machen. Vielleicht habe ich eine Chance, die Leute von Burnville aus den Klauen dieses Luminors zu befreien. Möge Gala mir beistehen. Sabine, Oberheilerin von Burnville. Ja, hier geht's ja ab. Was ist denn hier los? So ein Sonnenhelm können sie dann lieb tragen. Sollte sie vielleicht auch tun. Ach Leute, ist doch nicht ernst. Na, nimm. Tja, die Sabine, hm? Sind ja an dem Feuerriesen da vorbeigekommen. Hat die halt keinen Feuerbrand dabei gehabt. Auf jeden Fall ziemlich chillig aussehen. Ja. Und Heilung aller Art. Ah ja. Ist das ein Service oder was? Bibliothek der Heiler. Strohholen Heilkunde. Ja. Wäre ja ganz cool eigentlich. Ja, okay. Hier. Herkulesul, Lebensmittel.
Der Herkules, der hat hier einen Lebensmittelladen aufgemacht. Ja, zumindest einmal so kurz ein bisschen die Stadt erkunden. So, was ist hier gebraucht worden? Gemischtwaren? Nicht gebraucht waren, Gemischtwaren natürlich. So, ja. Ich weiß, wir waren hier schon, aber wegen der Automap muss man ja wirklich alles mal abgehen. Ja, rein können wir hier nirgendwo, ne? Ich hätte gedacht, man findet hier irgendwo noch jemanden. Nee. Alles, ja gut, hat die Sabine ja auch gesagt, ne? Alle wurden mitgerissen zum Drachen, alle mussten, alle wurden entführt und mussten mit. Ja, okay. Also grob haben wir die Stadt ja schon mal erkundet. Muss ja nicht zu 100% sein. Tja. Tja. Ich darüber? Ah, ich riskiere es nicht. Hier ist eine Brücke. Ja, ich weiß, Luminos Turm war irgendwo im Süden. Aber ich weiß, der war nicht cool. Der war gar nicht cool. Nee, hier war's nicht. Wo kommt man hier lang? Hallo? Wir müssen erst wieder schlafen. Ah, hier haben wir irgendwas. Genau. Das sieht schon wieder nach einem Dungeon aus hier. Wolga-Tunnel. Licht. Doch die Laterne ging nicht. Ja gut, ist auch nicht so groß hier. Okay. Aber hier geht's auch lang. Zwei Wege? Nö. Verwinkelt hier alles. Da liegen Skelette rum. Und wo Skelette rumliegen, könnten auch Orks sein. Oder was auch immer. Wow. Wo kommt der denn her? Was? Feuerriese? Kommen jetzt nur noch solche? Das reicht ja wohl, dass wir da einen hatten. Der war schon gar nicht so. Ja, okay, wir haben den ohne Probleme weggehauen, aber. Man weiß ja nicht. Boah, 22 gibt er ihm. 22. Ja, und hat leider daneben geschossen. Sehr gut. Ja gut, aber wir müssen jetzt auch ordentlich draufhauen, ne? Weil was der abzieht hier. Wenn der so mit so einem Feuerstrahl hier trifft, dann ist schon ordentlich. Ja, schade. Nein. Boah, 27. Na gut. Ja, also 2-3 davon können wir ab, aber mehr dann mal bitte nicht. Oh, 18? Ja, blöde Keule hier. Das bringt nichts. Ja, wir hauen auf jeden Fall ordentlich drauf hier, ne? Da kommt einfach so ein Feuerriese jetzt wieder an, der gerade hier der Endgegner des Tunnels da war. Einen haben wir noch, so einen Windheuler. Müsste eigentlich reichen, oder? Ja, sicher. Gibt aber da 150 Punkte. Ja, ein bisschen Gold, aber... Mhm.
riecht aber auch nichts. Ne? Doch, tatsächlich. Was? Unter einigen alten Lumpen finden die einige interessante Dinge. Armbrust. Wow, Schaden 16. Ne? Kann aber nur Krieger benutzen. Mist. Oh, Heiltränke. Heiltränke, sehr, sehr, sehr gut. Wunschmünze geht auch immer. Ja, nice. Ja, aber wir können jetzt nicht noch so einen platt machen, also erstmal wieder schlafen. Selbst jetzt ist Nelvin nicht voll, aber naja, gut. Das hätte ich fast übersehen auf dem Boden, gibt's doch gar nicht. Ja, doch hier. Geht's lang? Ist ja auch noch lang gegangen. Ich weiß es nicht. Ja, es ist sehr, sehr, sehr verwinkelt. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Mehrere Wege führen nach Rom, sehe ich schon. Diese aber nicht. Und das ist eine verschlossene Tür. Ah ja, wir haben einen Schlüssel gekriegt. Wobei, wenn die Sabine hier unterwegs ist, dann müsste die den Schlüssel doch haben, ne? Auf dem Holz der Tür können wir ein fast verblichenes Zeichen der alten Schwarzmagier erkennen. Mhm. Bolga-Schlüssel, ja, der muss es sein. Achso, den müssen wir natürlich benutzen hier. Melvin, mach mal die Tür auf. Ja, aber wie ist denn ohne die... Naja. Als sich die Tür öffnet, wird euch ziemlich warme Luft entgegen. Mhm. Die Sabine braucht ja noch. Na gut. Mhm. Naja, ich muss jetzt zurück. Hier kann ja nichts sein. Also da hinten lang. Hier ist richtig jetzt, oder was? Ah ja, genau, okay. So, wir haben schon lange hier keinen mehr gesehen. Ich glaube, das ändert sich jetzt. Wir werden erstaunlich wenig angegriffen hier, muss ich gerade sagen. Dass das Sabine ist. War da was? Ne, glaube nicht. Ah, da haben wir wieder einen. Ich muss das ändern. Ich muss das so dringend ändern. Schon mal mit 16 begrüßen hier, so muss das. Was? Nein!